Hallo, Jasmin hier von Hase Production. Ja, es ist so, es geht mit riesigen Schritten auf Weihnachten zu und ich habe ja euch schon ein Video gezeigt, wie der Weihnachtswichtel Emil bei uns eingezogen ist und unseren Adventskranz. Und ich schätze mal, in nächster Zeit gibt es mehrere Videos von mir die Woche, nicht nur meine obligatorischen drei, weil ich einfach so viele Ideen habe, was ich machen möchte und euch auch natürlich zeigen möchte. Dafür wird es dann in der Weihnachtswoche wahrscheinlich nur zwei Videos geben, einmal ein Food Diary und einmal mein Weihnachtshaul. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Aber die nächsten, ja, eins, zwei, drei, vier, 5 Wochen werden es ein paar mehr Videos. Falls ihr auch noch was nachmachen wollt oder nachbacken wollt, lasst es euch auf jeden Fall überraschen. Und jetzt starten wir erstmal das Video und ihr könnt dann mich gleich nochmal sehen. Die erste Bastelaktion, die ich euch heute zeigen werde, ist, ich habe aus dem Pappkarton ja, eine Zuckerstange versucht auszuschneiden. Die werde ich gleich anmalen. Wie halt eine Zuckerstange ausschaut, weiß und rot. Und das habe ich mal für 10 Cent gekriegt. Das jetzt ist 10 Cent beim Teddy. Das male ich einfach nur weiß an mit ein bisschen Glitzer. Das kommt dann ans Fenster. Ja, jetzt fange ich erstmal das Malen an und zeige es euch dann, wie es fertig ausschaut. Und dann geht es weiter. Das ist nämlich für unten für die Haustür, die Zuckerstange. Ja, ich habe jetzt die Sachen angemalt. Das Christmas, das ist einfach nur weiß geworden mit ein bisschen Silberglitzer. Das kommt ins Fenster rein. Gar nicht viel Aufwand, von beiden Seiten halt weiß angemalt. Ja. Und das ist die Zuckerstange. Da kommen jetzt noch ein paar Zweigerl dran, eine Schleife, ein paar Kügelchen und ein paar andere Dekoartikel. Und das kommt dann ins Treppenhaus, an die Wohnungstür. Ich zeige es euch dann, wie es ausschaut, wenn die Zuckerstange fertig ist. Das ist ja nichts Besonderes, einfach nur was für uns. Und das ist eigentlich für die ganzen Nachbarn mit. Ja. Ich zeige es euch dann gleich, wenn es fertig ist. Bis dann. Ja, was soll ich sagen? Die Zuckerstange ist fertig. Sieht vielleicht ein bisschen kitschig aus, aber ich meine, im Treppenhaus an der Wohnungstür finde ich, ist das ganz okay. Und die hänge ich jetzt auch gleich auf. Ist zwar noch ein bisschen früh dazu, aber naja, es wird. Also dann, gleich kommt der nächste Basteltipp. Mein nächster Basteltipp ist wirklich ganz was Einfaches. Ihr braucht dafür auch nur drei Sachen. Ein Glas. Ihr könnt es auch Marmeladengläser oder sowas hernehmen. Haarspray. Und Salz oder Zucker. Das ist wirklich sowas von einfach. Ich zeige es euch mal an einem Glas kurz. Einfach schön einsprühen. Überall was hinkommt. Mit einer Hand ist das natürlich ein bisschen schwierig hier. Dann Salz rein. Relativ viel erstmal. Bisschen drehen, damit überall was hinkommt. Mehr Salz rein. Und dann einfach trocknen lassen. Ich mache das gleich mal richtig fertig, aber dass ihr einfach mal seht, was es ist. Und da kommt dann einfach nur eine Kerze rein. Ich zeige euch gleich mal das Resultat mit den verschiedenen Gläsern, die ich mache. So schauen jetzt die fertigen Gläser aus. Wie geeist mit Schnee.
Jetzt einfach trocknen lassen und eine Kerze reinstellen. Im Dunkeln schaut das richtig schön aus. Aber wie gesagt, erstmal trocknen lassen. Wer keine Kerze reinstellen möchte, eine LED-Kerze geht natürlich auch. Ich nehme ganz normale Teelichter her. Meistens dann mit irgendeinem Duftteelicht. Und ja, das sieht einfach schick aus. Ich zeige es euch dann, wenn es getrocknet ist. Mache ich einfach nur ein Foto. Und ja, das waren jetzt erstmal meine ersten zwei Tipps für Weihnachtsdeko oder zweieinhalb Tipps, weil das Christmas, das braucht man ja eigentlich keinen Tipp geben. Aber es kommen auf jeden Fall noch viele mehr. Hallo, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen und auch über ein kostenloses Abo. Was ich noch sagen wollte, wenn ihr frische Tannenzweige hernimmt, ein kleiner Tipp am Rande, sprüht die mit Haarspray ein, dann halten die länger und sie nadeln nicht so extrem. Also für einen Adventskranz oder sonst irgendwelche Deko, das ist relativ praktisch. Und ich sehe, die Haare stehen schon wieder ab. Naja, ist ja wurscht. Und ja, nur, dass ihr Bescheid wisst, Haarspray hilft da relativ gut. Braucht es auch keine Angst haben, dass es irgendwie in Flammen aufgeht, so wie es verdunstet ist. Der Lack bleibt, aber es ist nicht mehr Brandgefahr. Ich mache das seit Jahren so, dass es nicht so extrem nadelt. Wir haben zwar einen künstlichen Baum, aber der Adventskranz ist halt immer aus echten Nadeln und meine Deko auch. Und da ist das relativ schön, wenn man nicht so viele Nadeln in der Wohnung hat. Man hat ja genügend zu tun, da braucht man nicht noch die ganze Zeit Staubsaugen oder Handfeger und Schaufel hernehmen oder was weiß ich. Also dann, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Weihnachtsvideo.